Herzlich willkommen bei Univers VFX. Heute sprechen wir über Motion Capturing. Vor genau in etwa einem Jahr haben wir unseren ersten Kurzfilm gemacht, Number, und das Ziel war eben 3D mit Video zu kombinieren und wollten eben etwas stark CGI-lastiges machen, also in diesem Fall jetzt einen Roboter, und haben den in eine reale Footage gebracht. Das Ganze haben wir dann über Motion Capturing eingespielt sozusagen. Das Problem war eben, wir brauchten eine halbwegs freie Bewegung, die aber auch in einem großen Raum ist, also weiter als nur ein Quadratmeter. Und das waren eben die zwei Hauptprobleme. Da Motion Capturing Studios sehr teuer sind und für uns in dieser Low-Budget-Produktion absolut aus der Reichweite waren, haben wir uns nach einer Softwarelösung umgeschaut. Relativ schnell sind wir dann auf die Software IP Studios gestoßen, die wir nutzen konnten, um unser eigenes Motion Capturing Studio zu bauen. Die Herausforderung stellte eben dar, dass wir einerseits einen relativ großen Bereich abdenken wollten, in dem die Person, die den Charakter darstellt, eben sich bewegen konnte. Wir haben da so an 4x4 Meter gedacht. Große Hilfe dabei waren, dass wir zwei Kinect-Kameras bei der Software verwenden konnten, die wir im 90-Grad-Winkel zueinander aufgestellt haben, um so halt jeden Totenwinkel abzudecken. Das heißt, wenn der Charakter sich dreht, ist zum Beispiel der Arm immer mindestens von einer Kamera sichtbar und wird dann so getrackt. Das war unser Setup und jetzt zeigen wir euch ein bisschen unseren Workflow. Genau, der Workflow bestand eben nicht nur daraus, das Ganze zu Motion Capturen, sondern auch zu drehen. Und dafür haben wir eben als allererstes mit einer realen Person gedreht, die den Roboter dargestellt hat. Nachdem wir dann das Video ohne die Person drin gefilmt haben, sind wir dann zum Motion Capturing übergegangen. Bei dem Motion Capturing war ich sozusagen dann der Roboter, beziehungsweise habe den eingespielt, und Dirk hatte die Aufnahmeleitung. Und dabei muss man eben darauf achten, sich erst einmal zu kalibrieren in der bekannten T-Position. Das Ganze kombiniert mit der Kamera aus dem Video und den Motion Capture Daten ergab dann im Prinzip schon die finale Szene, die ausgerendert wurde. Da wurde dann noch Licht und die ganzen Render-Settings angepasst und das Ganze wieder zurück ins Video exportiert. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Das war grob die Technik, die wir verwendet haben, um den Roboter in unseren Kurzfilm zu bringen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, den Kurzfilm Number, über den wir die ganze Zeit geredet haben, mal anzuschauen, dann findet ihr den hier. Und hier ist ein Teaser und da ist noch ein Teaser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Los geht's.